Bei der Defensive 90, bei der Physik 88, Passwert 87, weil der sehr viel Ruhe am Ball hat und das ist klar, seine drei stärksten Werte. Er hat einen guten Dribbling, ich finde sehr, sehr, sehr stark 1 gegen 1 und er hat noch viel Potenzial. Aber ja, defensiv hat er noch ein bisschen Schwierigkeiten. Im Training hat er schon ordentlich was gezeigt und am meisten sind mir seine Reflexe aufgefallen. Mit 80 ganz klar der beste Wert. Ein Stammspieler von ein Zweiter in der Bundesliga müsste über 80 sein. 83. 86. 70. 79.